This is Meat Boy. This is Bandage Girl. And this, well, this is Nugget, their little bundle of joy. Aww. This is Dr. Fetus. He's not a real doctor. Wow. One day, while our heroes were enjoying life, Dr. Fetus attacked them! And kidnapped Nugget! When our heroes came to, and couldn't find Nugget, they knew what they had to do. Aber Nugget! Und damit willkommen zu einem weiteren Projekt mit mir, dem Terminus. Super Fleischjunge für Riemer! Alles Eindeutschen ist immer besser. Neu. Voll geil, habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut. Es ist ein bisschen anders als das alte Meat Boy, was man bald sehen wird. Und wenn ich ins Spiel klicke, kann ich sogar starten. Ich habe das erste Level gespielt, einfach um zu gucken. Reingucken. Ja, yes. Ist gut. Ist gut. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe Meat Boy 1 nie komplett durchgespielt. Also ich habe jedes Level gemacht, aber nie alle Bandagen und Warpzones und so ein Blödsinn. Je nachdem, wie viel es hier gibt, werde ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Ich will es einfach spielen. Ich denke, das ist der Konsens, auf den wir uns hier einlassen. Aber rein die Plörre. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Charaktere es gibt und so ein Blödsinn. Spielen drücken sollte ich vielleicht. Ja, das werden wir sehen. Und wie sie sich dann anders verhalten oder andere Skins? Keine Ahnung. Ich frag mich, was jetzt passiert. Das ist... Gerade mit den Pilzen, ich glaube, das ist eine mega Anspielung an Super Mario RPG gerade gewesen. Wo auch Peach auf so einem Dingen sitzt, also ganz am Anfang und dann... Bowser kommt, dann wird der Hintergrund schwarz und der kommt mit dem Clown-Card irgendwie vom Vordergrund und nimmt sie mit, indem einfach sein Sprite sie verdeckt und dann sie weg. Ich glaube, das war eine Anspielung. Aber ich weiß es nicht. Los geht's. Da steht nicht irgendwie im Sinne von ist schneller, springt höher, bla bla bla, Super Mario. Wir nehmen Meat Boy, hallo. Und hier sieht man gleich den Unterschied zum ersten. Das ist ein Autorunner hier. Also ich mache nicht viel außer A drücken und gleich noch was anderes. Nein, nicht. Das ist ein bisschen irritierend. Lol. Das Level ist jetzt anders. Das Level ist jetzt anders. Weil, wie gesagt, ich habe vorhin das erste gemacht und ich glaube, das ist anders. Aber okay. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Sure you can! Aber ist okay. Man kann sich drauf einstellen. Piu! Upsala. Oh. Das Blöde daran ist, dass wir zu viel Timing haben. Und wer die... Oh, ja, warte. Das macht Sinn. Wer die Tom Sherwin als Supershow gesehen hat, ups, mit was war's? The End is Nigh. Der weiß, wie gut ich im Timing bin. Und dann wird das ganze Let's Play quasi jetzt. Wie drehe ich um? Drehe ich um? Ich meine. Okay, Wandsprünge können einen einfach töten, wenn da mal nichts mehr ist. Nicht sicher, ob das mega geil ist, aber das wird schon. Peng, pow. Man kann, wenn man was trifft, nochmal zuschlagen. Das weiß ich nicht, worauf es eine Anspielung war. Das war halt einfach ein Baseballschläger.
Leute umrutschen. Wieso bringt mir das jetzt bei, wenn ich das vorhin schon machen musste? Ein bisschen. Naja. Meat Boy ist auf jeden Fall aggressiver. Das habe ich jetzt nicht. Okay. Ich kann das in der Luft machen, dann mache ich so eine Dive Bomb. Ich muss es nicht mal länger halten. Oh Gott. Das wird alles. Die Blöcke kenne ich noch. Das wird alles sehr schwierig. Ihr merkt. Ich krieg nichts mit. Beziehungsweise ich krieg schon was mit, aber es ist alles schrecklich. Ja. Timing. Ich frage mich auch, wie die Level noch schlimmer werden. Weil das ist Meat Boy. Okay, jetzt verstehe ich, wann Wandsprünge nicht schrecklich sind. Hier wieder werden die benutzt. Stirb. Aber du hast ja halt nicht wirklich viel Zeit zu überlegen. Du musst einfach hoffen, das passt schon, was gerade passiert. Das zum Beispiel war nicht gut. Es ist halt, es lässt dir nicht Zeit zu überlegen. Und ob das gut ist, weiß ich nicht. War das... Keine Ahnung, ob das von Smash war. Es sah halt aus wie Upthrow, irgendwie eine Up-Air-Kombo. Warte, was ist das Gelbe? Das habe ich vorhin schon gesehen. Ach, da kann ich kurzes Päuschen machen. Oh Gott. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil mich das auch an Super Mario World erinnert hat. Da konnte man hochlaufen. What? Okay, da hätte ich aber langsamer sein müssen. Aber wieder. Das weiß ich ja nicht. Muss ich zwischen die Sägen durch? Ich glaube, ich muss zwischen die Sägen durch. Was nicht so einfach ist. Oder einfach hinter dem Ding wieder runterkommen. Zwischen den Sägen geht nicht. Alles klar. Ich glaube, ich muss... Ich habe keine Ahnung, was ich muss. Runter muss ich nicht. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er von mir will. Kann es doch nicht gewesen sein, das Fenster war mega minimal. Wow! Hüppi, 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 hüppi. Absolute Frechheit. Hüppi, 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 hüppi. Es ist halt nicht wie im ersten Meat Boy, wo da du selber steuerst, du einiges auch kommen sehen kannst. Ist das schlecht, wenn ich einfach hier bleibe? Dann wurde gedacht, alles klar, ich muss also schnell hinterher. Wir färben alles rot. Gut. Dann frage ich mich, wie die Bosskämpfe werden, weil du bist ja jetzt sehr... Kann ich ja drüber springen? Ich bin zu langsam, wenn ich das so mache. Na, verkackt. Das war nicht mal Absicht. Vielleicht kann ich mich... Muss ich jetzt schnell sein oder langsam? Ich bin mir auch extrem unsicher. Okay, schnell wird nicht. Schnell war nicht richtig, aber alles easy jetzt. Hüpf. Yay. Disco oder so. Warte mal, was passiert, wenn ich hier einfach runterspringe? Was weiß ich. Weil da ist so glitchy, ist dann die Warp Zone? Muss ich irgendwann. Weil es sieht aus, als wäre die Warp Zone oder so, weil es so glitchy glitchy ist, verstehen Sie? Vielleicht ist das ein Indikator. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mich juckt mein Rücken, Sekunde, ich muss noch mal sterben. So, ich verschwende hier so viel Zeit wie möglich. Ich springe über den hier.
Ich glaube, da ist ein Geheimnis, aber... Ja, da, ich sehe sogar die Warp Zone. Da oben kann man rein. Da war ich zu schnell. Man sieht die Warp Zone genau hier hinter dem letzten Rad. Wieso bin ich jetzt so viel schneller? Wie mache ich das so nicht? Mache ich das mit dem Faustschlag? Yeah! Das war doof. Ich will aber überlegen, wie ich in die Warp Zone komme. Ups, nicht mit dem Gesicht in die Säge zumindest. Bom, 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 bom. Nein, nein, nein. Ich frag mich, brauchst du den Schlag dazu, dass du perfekt unter die Säge kommst? Oder wie will ich das tun? Das sieht halt möglich aus. Ja. Ist gut. Was geht ab? Okay. Ich bin verwirrt. Okay, pass auf. Das ist, du musst ganz kleine Wandsprünge machen, wenn ich das verstehe. Und ich habe keine Ahnung. Zumindest hast du hier scheinbar unendlich Leben. Okay, ich bin dumm. Muss man einsehen. Ich glaube, so geht das. Die Frage ist, wie viel Damage der frisst, weil gleich kann ich nicht mehr. Und sterbe, weil ich sowieso dumm bin. Okay. Man kann... Oh, ich kann öfters zuschlagen. Wenn ich treffe. Und nicht dumm bin. Dreh dich. Ja. Das geht vielleicht. Oh Gott. Ich muss das viel doller machen. Das geht nicht nur mit zwei Schlägen. Aber so geht das ganz gut. Weil ich mich nicht bewege. Okay, ich verstehe. Du kannst einfach sagen, mach ein bisschen, sich umdreht. Also am Anfang habe ich viel mehr Zeit. Ich verstehe, wie Bosskämpfe aufgebaut sein werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir super gefällt, aber es geht. Wow, okay. Ich verstehe. Die Teenager, das habe ich auch immer. Du, 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 du. Machen wir noch ein bisschen. Kann die jetzt was anderes? Ich würde das gerne. Aha. 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 Rang S auf jeden. Sicherlich. Du, 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 du. Warte. Achso, nee, das ist kein Lebensbalken. Das ist der Level-Fortschritt-Balken. Da, das Level habe ich schon gemacht. Das war mein erstes vorhin beim Testen. Oh, oder nicht? Nee, haben wir das nicht. Ich bin dumm! Klar habe ich das Level schon mal gemacht. Das war das Warp Zone Level. Aber zum Glück bin ich so smart. Ich habe vergessen, wie ich das gemacht habe, weil ich sag zwar, ich bin smart. Aber es ist gelogen. Es ging irgendwie so. Vielleicht darf ich nicht zu hoch mit dem ersten Sprung. Durch die Segen komme ich halt nicht. Das habe ich ja versucht.
Komm ich drüber? Nö. Wie hab ich, weißt du, das ist immer die Sache mit mir. Ich mache etwas, dann vergesse ich, wie es geht. Das kann nicht richtig sein mit dem engen Zeitfenster, was ich da habe. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen. Habe ich verkackt? Ja. Da war ich zu schnell. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausstall. So scheinbar. Wow. Jetzt müssen wir weiter, weil jetzt ist es nicht mehr interessant, was da hinten ist. Da war zu hoch. Wir wollen Wandsprung, Wandsprung. Faust. Oh Gott. Easy. Rutsch, hüpf, rutsch. Okay, ich habe das jetzt hart gestallt, war perfekt. First try. Hallo, kleiner Mann. Ja, Baseballschläger weiß ich nicht, worauf das anspielt. Kann ich nicht sagen. Dummes Rutsch. Ups. Schön zurück, nicht vergessen. Ewig weit nach links gehen ist ein Problem. Schnulli! Problemi! Okay, Schnulli ist easy. Ich glaube, da komme ich drüber, wenn ich richtig springe. Aber wie es richtig ist, die Frage. Oh, dann dreht er sich im Kreis. Okay. Das ist machbar. Aber ich weiß nicht, wie dann weiter. Die Box hält ihn kurz auf. Bringt mir das irgendwas? Nicht so wirklich. Ich weiß nicht, wo ich danach hin soll. Nicht runter. Bin ich nicht schnell genug für? Aber was tun, was tun, was tun? Ist es runter? Will ich runter? Ich kann auf dem Stein hier landen. Dann bin ich tot. Kann ich so landen, dass nur ein Stein weggemacht wird? Also präzise. Nee, aber ich kann einfach das hier machen. Das geht natürlich auch. Ab. Aua. Nein, nicht Augenjucken. Sekunde. Kann ich das kaputt machen? Nee. Da muss ich drüber springen. Stirb. Hä? Oh! Fällt man schneller. Stimmt. Ist richtig. Ich werde ja schlechter. Woo! Du, 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 du. Rutsch. Oh Gott. Ich weiß nicht, was abgeht. Hui. Oh. 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 Easy. Ganz einfach. Oh Gott. Zum Glück war ich da flott. War nicht unwichtig. Da könnte halt ebenso gut jetzt gerade ein Secret gewesen. Kann ich nicht wissen. Da war ein Secret. Ich mag es nicht, wenn man mir die Secrets nennt. Bom, 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 bom. Hallo Freund. Sure you can, das kenne ich. Ich habe Smash gespielt. Kann man das? Hui! Ich kann das nicht irgendwie steuern im Sinne von mach mal schneller. Deswegen okay. Da waren überall Schnuller, die ich noch nicht gefunden habe. Ja, 100% durchspielen. Wissen wir ja, da wird nichts. Okay, jetzt muss ich Wände benutzen zum Stallen. Ich sehe das schon. Da ist auch ein
Fuck. Ich glaube. Nein, das wollte ich nicht. Da, wenn ich da links hochgehe, könnte es wieder zu einem Secret führen. Ich weiß, ich rieche überall ein Secret. Aber das sieht halt so unglaublich machbar aus. Vielleicht ist es aber auch gewollt. Und in dem Sinne, hoppala, ist es egal. Vielleicht aber auch nicht. Oh! Man könnte aber auch einfach cheatern und sterben. Cheatern wir mal. Okay, das Timing muss aber ein bisschen anders. Das geht bestimmt, aber da ich nicht selber vernünftig timen kann, wann ich wo wirklich bin. Und jetzt habe ich es schlecht getimt. So einfach. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, funktioniert das einfach. Sieht nicht so aus. Vielleicht aber auch schon. Es ist halt trotzdem sehr präzise, was es von dir will. Ha, du Hudel! Ja, durchatmen. Hui! Stirb. Ach so, ja. Hallo. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Bisher gefällt mir deswegen das erste Meat Boy so im Gefühl noch ein bisschen besser. Weil du hattest halt mehr Agency, was du. Wow. Was du wann machst. Der Schnuller wird ganz schrecklich sein. Dieser Schnuller wird nicht. Da kommt man mit einem Schlag raus, aber ich will auch den Schnuller. Dieser Schnuller wird kein leichter sein. Dieser Schnuller wird steinig und schwer. Der zählt nicht, oder? Fischsticks. Wow! Okay, pass auf. Aber der war machbar zu holen. Außer man timet perfekt schlecht. Au. Bimp, bimp, dum, dum. Ich finde auch die geile Banjo-Musik nebenher. Auf jeden Fall. Ups. Wie komme ich da so vernünftig hin? Wie sterbe ich danach nicht, ist die Frage. Hinkomme ich? Kein Schlag und mit dem Schlag raus? Nee, das gibt keinen Sinn, da muss ich auch hüpfen. Also ich will da hoch, wo ich gerade stehe mit der Wand hoch, dann nochmal abspringen. Und dann weiß ich nicht. Ist da eine Wand? Wenn ich mich umdrehen kann? Nein, ich sterbe so oder so wie. Okay. Da war jetzt. Oh, ich weiß vielleicht. Das gleiche nochmal, aber anstatt da zu landen, einfach an die Wand kleben. Ja, 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 da war wieder dumm. Aber das sieht nicht falsch aus. Das sah machbar aus. Und dann quasi mit einem Wandsprung einmal wieder. Was? Was? Da ist er gelandet, der Harald. Das ist schlecht. Mietschlag. Das ist genau, was ich nicht will. Und ich soll aufhören, einmal zu springen, wie so ein Doofkopf. Da war ich wesentlich viel zu langsam. Den Schnuller hole ich mir auf jeden Fall. Ja! Okay. Jetzt nochmal, aber drüber. Okay. Habe ich verstanden, Chef. Nicht gut. Hallo, kleiner Mann.
Ich will nicht alle auf S-Rang machen. Jetzt gucken wir noch, was der Boss kann. Dann war das eine längere erste Folge, aber keine Ahnung, wie ich die sowieso mache. Warte mal. Big Slugger ist doch der, den wir gerade verhauen haben. Ist das jetzt quasi der einfach? Wir werden sehen. Sehr stark angelehnt aus dem ersten Teil natürlich. Ja, logisch, stimmt, das war der gleiche Boss sogar. Nee, okay, ich nehme es zurück. Ich glaube, der sah anders aus mit nur einer Kettensäge. Aber der, den wir gerade gemacht haben, der Warp Zone vorhin, der sah halt auch anders aus. So gehe ich auch mit Babys um, weil die nerven. Ah, okay. Das ist natürlich was ganz was anderes. Okay, ich will nicht höher springen. Weil oben auch Kettensägen. Wobei, seitlich sollte ich eigentlich dran können, rein theoretisch. Aber angenehm ist das trotzdem nicht. Ah, I see. Ah, okay, 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 okay. Leuchtende rote Dinger draufschlagen. Das sollte man vielleicht wissen. Okay, und dann komplett verkacken. Einmal ausweichen, dann bam, 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 bam. Oh, du machst mir Angst. Jetzt erreiche ich aber... Oh, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Okay, und dann muss ich wieder irgendwie rein. Das ist machbar. Weil diese Kettensägen-Dinger schlagen nur einmal zu, quasi, um dich zu treffen. Und dann gehen sie wieder zurück an ihren Platz. Darum habe ich jetzt hier ewig Zeit drauf zu hauen. Und dann... Tatsam. Das war komisch. Unten machen wir das nicht nur einmal. Zam, 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 zam. Dass halt alles die gleiche Taste ist, kann auch hin und wieder irritieren. Okay, bin oben. Da war aber mehr Glück als Verstand. Und geschafft. Okay. Die haben wenig Phasen. Das ist der ganze Trick hinter den Bossen, weil ein Fehler ist halt tot. Quasi sind jetzt mehrere Bosse wie dieser Höllenboss im ersten Teil. Wo du einfach Patterns haben musst. Und angreifen. Du hast ein bisschen mehr Interaktion, das stimmt schon. Also der war jetzt nicht so schlimm wie der Höllenboss im ersten Teil. Das ist, wenn du ein Fötus bist, hast du noch so Feinmotorik-Schwierigkeiten. Das gibt schon Sinn. Die Level sind die gleichen. Wald, Klinik, Salzfabrik wahrscheinlich. Dann Hölle und Zukunft? War das richtig? Ja, das passiert manchmal, wenn ich durch die Gegend laufe. Boah, Alter. Yay! Voll nice, okay. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich würde es hier mal beenden. Falls euch die Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Discord-Link ist in der Beschreibung. Ihr wisst ja, sonst spiele ich sehr viel Unite. Ein anderes Let's Play hat entweder schon gestartet oder ist in der Mache. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen mehr aufnehmen. War lustig, ich verstehe das. Ist auch fast durch das Nicht-Anhalten-Können mehr Fast-Pace als das Originale. Egal, ich habe mir das raus. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.